Ich habe seit einigen Wochen Amazon Alexa im Einsatz und um das geht es in diesem Video. Hallo zusammen und guten Morgen an diesem wunderschönen Donnerstag. Es ist endlich wieder mal die Sonne rausgekommen und ich habe gerade Drohne rausgelassen und habe das erste Mal eine Drohnenzeitraffer gemacht. Ich hoffe, es ist gut geworden. Gestern habe ich das erste Mal ein Video gepostet im neuen Design. Bis jetzt ist das Feedback gut. Wenn ihr noch einen Kommentar habt oder das Video vielleicht noch nicht gesehen habt, dann schreibt es doch unten rein, es würde mich interessieren. Heute ist das Hauptthema das kleine Ding. Die Amazon Alexa wird ja nicht offiziell in der Schweiz verkauft und ich werde in diesem Video darauf eingehen, warum das so ist und was ich so damit mache. Sorry, I don't know that. Bezüglich dem neuen Design und auch dem neuen Thema, ich bin ein bisschen am Experimentieren. Also ich werde Technologie, Gadget, Reviews etc. machen. Aber ich versuche es irgendwie so ein bisschen zu kombinieren mit dem Vlog-Format, das ich bisher hatte. Und das ist auch das, was ich heute mache. Die Alexa gibt es aktuell in zwei Versionen. In der grossen Version mit einem guten Lautsprecher drin und dann noch in einer kleinen Version, die heisst Echo. Das ist der Amazon Echo. Dann die kleine Version heisst Echo Dot. Aktuell kostet das Gerät bei Amazon 120 Euro für die Grossversion und 59,90 für die kleine Version. Ihr könnt aber nicht in die Schweiz liefern lassen. Das heisst, ihr müsst an eine deutsche Adresse verschicken, um das Gerät zu kaufen. Oder wenn ich bei Anibis und Tutti reinschaue, dort hat es einige Geräte zum Verkauf. Übrigens, der Ring, den ihr seht, der rot ist, das ist die Mikrofonsperrtaste. Das heisst, so hört Alexa zu. So hört sie nicht zu. Jetzt, was müsst ihr beachten bei der Einrichtung? Man kann die Alexa auf Deutsch und auf Englisch konfigurieren. Ich habe es natürlich am Anfang auf Deutsch gemacht, weil ich gedacht habe, kein Problem. Ich mache einen deutschen Amazon-Account, tue dort alles einrichten und nehme die deutschen Skills. Alles, was die Alexa kann, heisst Skills. Dort sind News-Kanäle drin, Wetter und so weiter, jegliche Sachen, die sie dort beherrschen. Ich bin aber auf Probleme gestoßen, und zwar Konflikt in der Alexa-App selber, dass sie gesagt hat, der Standort ist am falschen Ort und du kannst Skills nicht benutzen. Ich habe mit dem Support Kontakt aufgenommen und sie haben mir erklärt, dass die Schweiz nicht zu Amazon Deutschland gehört, obwohl wir von dort beliefert werden, sondern zu Amazon International. Und damit ich alle Funktionen kann nutzen kann, muss ich einerseits einen amerikanischen Account haben und alles auf Englisch einstellen. Darum, Alexa, what language do you speak? I speak fluent English and a bit of Pig Latin. Rede mit Alexa Englisch. Wenn das kein Hindernis für euch ist, dann könnt ihr mit Alexa Spass haben und sie kann euch auch in ganz vielen Situationen unterstützen. Wir haben Alexa in der Küche bzw. im Wohnzimmer positioniert, weil man sie hier auch wirklich gut brauchen kann. Sei es beim Kochen, wenn man die Hände nicht frei hat oder auch, wo die Musik laufen lässt, etc. Alexa, set an egg timer, 5 minutes. Egg timer, 5 minutes, starting now. Alexa, add milk to my shopping list. Milk added to your shopping list. Es hat verschiedene Tools, die Alexa zusammenarbeiten. Ich habe jetzt auf meinem Handy die To-Do-List installiert. Ich zeige euch das schnell einmal. Dort drinnen habt ihr eine Sektion Shopping-List oder Alexa Shopping-List. Klickt ihr drauf und ihr seht dort die verschiedenen Sachen. Die Alexa kann euch auch lesen, was ihr auf der Shopping-List drauf habt. You have 14 items on your Shopping-List. Here are the 5 most recent. Milk. Potatoes. Onions. Alexa, stopp. Das geht übrigens nicht nur für die Shoppinglist, sondern auch für Besorgungen und andere Sachen, die sie euch erinnern soll. Ich starte meinen Morgen eigentlich in der Regel immer mit einem Flash Briefing. Das ist etwas, was ihr in der App konfigurieren könnt. Ihr könnt alle News-Channel hinzufügen, die euch interessieren. Und Alexa tut dann die verschiedenen Stories abspulen. Alexa,
What's my news flash? Here's your flash briefing from the New York Times. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Alexa, stop. Auch dort wird es beachten, es sind alles internationale bzw. amerikanische News auf Englisch. Aber da wir momentan sehr viel weltbewegende News von Amerika haben, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Alexa, what's on my calendar today? Today, there are two events remaining. At 3 p.m. there's Record YouTube Video and at 7 p.m. there's FW, Goodbye Apero and Housewarming Party. Sehr gut. Alexa, remind me at 4 p.m. to drive to the housewarming party. Okay, I'll remind you at 4 p.m. Was auch ganz lustig ist, sind verschiedene Koch-Apps und andere Sachen, die man hinzufügen kann. Ich habe eine Cocktail-App hinzugefügt und die funktioniert so. Alexa, ask the bartender for a cocktail with vodka and lime juice. I've found this cocktail with the two ingredients that you asked for. Its name is Hard Goya. The ingredients are 1 ounce vodka, 1 ounce de Kuiper peach tree schnapps, 11.5 oz Can Goya peach nectar, Alexa, 2 drops stop. Jetzt müsst ihr einfach wissen, was eine Unze ist und dann könnt ihr den Cocktail mixen. Die Alexa kann auch simple Fragen beantworten, die sie im Web recherchieren. Alexa, how old is Barack Obama? Barack Obama is 56 years old. Alexa, how do I make orange juice? Welcome to All Recipes. Searching for orange and juice. I've found hundreds of results. My recommendation is claret and orange juice recipe. It has 4.5 out of 5 stars with dozens of reviews and takes 10 minutes. Alexa, stop. Would you like? Wenn ihr eine kleine Alexa Echo Dot habt, könnt ihr natürlich auch. Jetzt mal wieder. Boom. Könnt natürlich Sorry, auch erwähnen. I'm not sure. Könnt natürlich auch einen Wecker stellen. Alexa, wake me up tomorrow morning at 6 a.m. Alarm set for 6 a.m. tomorrow. Denn was auch ganz spannend ist, ist die ganze Radio- und Spotify-Integration, wenn ihr das habt, oder Amazon Music, es hat auch andere Services, die ihr hinzufügen könnt. Es soll auch bald eine Sonos-Integration kommen, das heisst, Alexa kann Sonos-Lautsprecher ansteuern. Aktuell ist die Ausgabe über der Echo, aber das funktioniert ganz gut. Alexa, play me some romantic dinner music. Romantic ballads from Spotify. I found a love for me. Ich könnte auch die Lautstärke anpassen. Alexa, volume 2. Alexa, play me music from the Wu-Tang Clan. Playing songs by Wu-Tang Clan from Spotify. Alexa, volume 7. Word up, 2 for 5's over here, baby. Word up, 2 for 5's. Alexa, makes stop. Neben Songs Playlist könnt ihr auch direkt Radiostationen ansteuern. Alexa, play radio SRF 3. SRF 3 from TuneIn. Sie haben wirklich praktisch alle Radiokanäle drin, die direkt angesteuert werden können, ohne dass ihr irgendetwas einrichten müsst. Das kommt aber mit der Alexa mit. Und zu guter Letzt, ihr habt natürlich auch die ganzen lustigen Funktionen, wo ihr jegliche Fragen könnt stellen und mal schauen, was die Alexa sagt. Alexa, how tall are you? I'm more delight than height. Ab und zu sagt sie auch die Höhe vom Alexa Echo. Alexa, how old are you? I'm 2 in human years, 14 in dog years, and 25 in cat years. I think AI years are marked by nanoseconds, so that makes me like a skrillion. Alexa, are you a man or a woman? I'm female in character. Alexa, what do you think of Microsoft Cortana? I don't have an opinion on that. Ich glaube, da muss Amazon etwas umprogrammieren. Es ist letzte Woche angekündigt worden, dass Alexa zusammen mit der Cortana wird zusammenarbeiten. Cortana hat Stärken vor allem in der Bürosuite von Microsoft, Verknüpfung von allen Sachen, die man täglich macht. Alexa hat
Upsala, jetzt muss ich. Die Alexa hat die Stärken eher auf der Seite von jeglichen Geräten, die wir ansteuern. Und die zusammenzubringen, macht absolut Sinn. Alexa, what is the weather forecast for Zurich today? Currently, in Zurich, Switzerland, it's 18 degrees with mostly cloudy skies. Today, you can expect intermittent clouds, with a high of 19 degrees and a low of 8 degrees. Alexa, will it rain on the weekend in Zurich? This weekend in Zurich, Switzerland, there's a 67% chance of rain on Saturday and Sunday. On Friday, it should stay dry. Okay. Wieso tue ich immer die Stadt sagen? Weil die Location, die ich hier konfiguriert habe, ist in Amerika. Das heisst, wenn ich einfach frage, wie wird das Wetter, dann gibt mir das Wetter von Amerika. Was man auch machen kann, ist ganz viele Geräte hinzufügen. Eine ganz grosse Geschichte ist die Philips Hue Bridge. Das heisst, dass ihr jegliche Philips Glühbirne könnt ansteuern. Ich habe es nicht gemacht, weil irgendwie ist es einfach, auf einen Knopf drücken, um das Licht anzumachen und alle Birnen hier in der Wohnung innen ersetzen. Das kostet einfach ein Vermögen. Ja, und das wäre es, glaube ich, auch schon. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, wofür ich momentan die Alexa benutze. Und wenn etwas Neues dazukommt, was irgendwie weltbewegend und cool ist, dann werde ich sicher in ein Video einfließen lassen. Jetzt nehmt es mich wunder, was ihr dazu meint. Würdet ihr so eine Alexa kaufen? Im jetzigen Zustand oder wenn sie dann einmal Deutsch oder sogar Schweizerdeutsch kann. Was haltet ihr von so Assistenten? Habt ihr Bedenken wegen der Privatsphäre? Weil es ist ja da immer ein Mikrofon da, wo euch zulässt. Ab in die Kommentare. Ich muss jetzt aufs Skateboard, um mich ein bisschen bewegen. Und dann gibt es vielleicht auch die ein oder andere Gelegenheit für schöne Aufnahmen. So, los geht's. Ich habe seit einer Woche ein Problem mit dem Boosterboard. Und zwar zeigt der Batterie, wie nennt man das, Batterieanzeige, zeigt nicht mehr richtig an. Das heisst, ich habe immer noch die gleiche Reichweite. Das ist je nachdem 6 bis 8 Kilometer. Aber er zeigt immer noch 50% an, wenn es eigentlich leer ist. Boosterboard Support hat gesagt, dreimal voll aufladen und wieder auf 0 zurück. Aufladen und wieder auf 0 zurück. Das mache ich jetzt das erste Mal. Das habe ich gewartet. Das heisst, es gibt bald ein Tech-Unboxing. Es gibt aber nichts Erfrischendes, als ein bisschen Skateboard fahren und dann noch die frische Luft. Ah, ein bisschen Bewegung. So, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Ja, auch nach Kensam geht es weiter. Und ich glaube, das ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um den Vlog... Vlog? Was war das eigentlich? Vlog? Gadget Review mit Alexa. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall das Video zu schliessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeige das wie immer mit einem Like und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.